Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Meine Heimatstadt Konstanz hat gerade eine schöne Zahl von Elektrobussen angeschafft und will in den nächsten Jahren die komplette Flotte auf Elektrobusse umstellen. Ich habe gedacht, das ist eine super Gelegenheit, euch mal zu zeigen, wie das funktioniert, aber auch 3 Interviews insgesamt zu führen mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz darüber, welche Wirtschaftlichkeit das bedeutet und ob Elektrobusse vielleicht den ÖPNV sogar teurer machen. Und dann noch mit einem Spezialisten für die Elektrobusflotte hier der Stadtwerke und mit dem Busfahrer Herrn Wolf, der heute für mich den E-Bus fährt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und wir steigen jetzt gleich in den Bus ein und fahren erstmal eine Runde. Da steht übrigens während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer sprechen, das gilt aber nur natürlich für Fahrten mit Fahrgästen. Die Maske kann ich da drin auch ablassen, weil eine schöne Wand zwischen mir und dem Fahrer ist. Also alles Corona-konform, macht euch keine Sorgen. Schreibt lieber andere Sachen in die Kommentare. Seit wann fahren Sie Busse? Also ich bin seit 2015 bei den Stadtwerken Konstanz, bin auch als Busfahrer eingestiegen und bin jetzt im knappen 4. Jahr und arbeite eigentlich wieder in der Verwaltung. Ja, also der Unterschied, der ist massiv, gerade hier im Fahrgastinnenraum. Sie hören jetzt halt alles andere ein bisschen deutlicher. Mhm. Unter anderem das, was Sie hier immer die ganze Zeit hören, ist die Lenkpumpe. Wir sind jetzt gerade relativ schnell beschleunigt, oder? Kann man ja so sagen? Ja, ja, klar. Geht müheloser? Mühelos. Also Sie haben ja diesen ganzen Verlust nicht mehr durch Getriebe, Turboladerdrücke, die sich aufbauen müssen. Hm. Das haben Sie hier nicht mehr. Und der große Unterschied ist natürlich, dass die Leistung über das ganze, sage ich mal, Spektrum gleichmäßig anliegt. Ja. Wenn Spitzengeschwindigkeiten brauchen Sie hier nicht wahrscheinlich. Was fahren Sie, Spitze? Also maximal das, was zulässig ist natürlich, das wäre außerorts mit sitzenden Fahrgästen 80 Stundenkilometer. Darüber hinaus sind die Busse dann auch elektronisch begrenzt, dass sie die Geschwindigkeit gar nicht überschreiten können. Ja. Hier im Stadtgebiet fährt man meistens deutlich langsamer als das, was erlaubt ist. Mhm. Also eine durchschnittliche Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir im Linienverkehr haben, auch durch den häufigen Halt an Haltestellen, die liegt so zwischen 15 und 17 Stundenkilometern. Sobald ich bremse, und zwar egal, ob ich das jetzt hier über diesen sogenannten E-Bremshebel mache, mhm, oder ob ich das über meine Fußbremse mache, dass das Fahrzeug erstmal grundsätzlich anfängt zu rekuperieren. Das heißt, es verzögert über den Elektromotor. Mhm. Von der Energie, die ich gebraucht habe, kann ich 40% rekuperieren, wenn ich das gut mache im Stadtverkehr. Also hier ist tatsächlich jetzt der große Unterschied. Man nennt das hier bei den Fahrzeugen das sogenannte Segeln. Also wenn ich jetzt vom Gas gehe, bei 50 Stundenkilometern, jetzt baut er halt minimal Geschwindigkeit ab. Ja. Und das ist tatsächlich das, worum man sich jetzt umgewöhnen muss. Wenn ich jetzt natürlich auf eine lange Strecke meine Geschwindigkeit halten kann, dann mache ich das nicht. Mhm. Aber wenn ich jetzt als Beispiel, ich beschleunige aus einer Haltestelle, dann beschleunige ich im Idealfall auf eine vernünftige Geschwindigkeit, die Sinn macht, und dann lasse ich das Fahrzeug tatsächlich dahin segeln. Mhm. Ja, ich habe hier den Herrn Junge von den Stadtwerken. Die Frage, die natürlich jeden Elektrofahrer wie mich erstmal interessiert: Wie viel Batteriekapazität hat denn so ein Riesenbus? Ja, also der hat jetzt 441 Kilowattstunden Brutto-Batteriekapazität. Okay. Das sind 4 Tesla Model S, ne? Ein bisschen mehr. 5 von meiner Sorte. 5 von Ihrer, genau, ja. Und das ist auch das Maximum, was man bei diesen Bussen bestellen kann. Man kann sie mit kleineren Batterien bestellen. Hm. Aber wir haben eben gesagt, weil wir eigentlich 1:1 Dieselbusse ersetzen wollen, brauchen wir relativ hohe Batteriekapazität. Okay. Und welche Reichweite haben die dann mit dieser Kapazität? Also der Hersteller garantiert uns unter allen widrigen Umständen 250 Kilometer Reichweite. Okay. Und wir rechnen damit, dass es auch ein bisschen mehr sein kann. Also das wichtige Thema ist noch die Klimatisierung im Bus. Oh ja, natürlich. Die braucht noch sehr, sehr viel Energie. Ja. Das Fahren an sich ist gar nicht so dramatisch. Also nur fahren. Die Busse sind von Mannheim hier runtergefahren, über 300 Kilometer, 330 Kilometer sind es, glaube ich. Mhm. Der hatte noch 30% gehabt, als er hier unten war, aber eben ohne Klimatisierung. Da hat sich der Busfahrer, dem war es warm, und hinten drin der Bus war kalt, weil halt keiner mitgefahren ist. Ja. Was ist dann also der Verbrauch? Es kommt eben stark darauf an, wie man die Klimatisierung betreibt. Ich denke, rein zum Fahren braucht er weniger als 1 Kilowattstunde pro Kilometer ungefähr. Okay. Im Gesamtbetrieb rechnen wir aktuell, wir haben noch keine gescheiten Erfahrungswerte, wir rechnen mit 1,5 Kilowattstunden ungefähr pro Kilometer, die der Bus braucht. 100, 150 auf 100. Ja, genau. Dieselbus, die ersetzen, brauchen ungefähr 90 Liter Diesel am Tag für die gleiche Strecke. Für Sie ist jetzt natürlich wichtig, dass Sie einen Tag am Stück fahren können und dann laden. Das heißt, Sie bauen gerade die Ladestationen da hinten auf. Mhm, wie schnell wird man dann dort laden können?
Also wir bauen Ladeinfrastruktur auf, aktuell 6 Ladepunkte, die jeweils 150 kW Ladeleistung haben. Mhm. Also insgesamt 600 kW Ladeleistung für die ersten 6 Busse. Mhm. Wobei die Busse aktuell nur mit 84 kW maximal geladen werden können. Also die Ladeinfrastruktur bauen wir ein bisschen größer, weil wir eben denken, wir müssen irgendwann auch Gelenkbusse laden können. Ja. Und da braucht man eben etwas höhere Ladeleistung, oder hoffen wir, dass wir die mit auch höherer Ladeleistung laden können, weil die auch entsprechend höhere Batteriekapazitäten dann haben werden. Ladestecker hat der links und rechts, also er kann von der linken und von der rechten Seite geladen werden. Das sieht aus wie bei Ihnen am Elektroauto. Ja. Das ist ein CCS2-Stecker, ein Kombostecker. Mhm. Wir können ihn nur mit DC laden, aber er hat eben oben auch diese Kontakte drin, wo die Kommunikation drüber läuft dann im Endeffekt. Und dann habe ich natürlich noch den Geschäftsführer Dr. Norbert Reuter gesprochen, der mir ganz stolz erklärte, dass Sie jetzt gerade 6 neue Busse angeschafft haben, Förderantrag gestellt für 23 weitere bis 2024 und bis spätestens 2035 sollen tatsächlich alle 58 derzeitigen Dieselbusse ersetzt werden und damit werden dann pro Jahr 5200 Tonnen CO2 eingespart. Jetzt wollte ich natürlich wissen, Förderantrag, heißt das, dass da tatsächlich auch sowas wie eine Umweltprämie gibt? Das ist eine ganz wichtige Komponente für uns, denn ein batterieelektrischer Bus kostet so in etwa das 2,5-fache eines Dieselbusses. Okay. Also bleiben wir bei einem Gelenkbus, der kostet in der Dieselvariante 320.000 Euro, als batterieelektrische Variante 820.000 Euro. Okay. Davon werden im Moment 80% gefördert durch das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur und dann noch ein Teil durch das Landesverkehrsministerium. Und dadurch kommen für uns nahezu keine Mehrkosten für den Bus zustande. Wir brauchen aber noch Ladeinfrastruktur, aber auch das wird im Moment zu 40% gefördert. Und das macht es für uns dann auch möglich, in diese Technik einzusteigen. Das ist die erste wichtige Komponente, die für den Betreiber, in dem Fall jetzt wir, Stadtwerke Konstanz, stimmen muss. Die zweite Komponente ist mindestens ebenso wichtig, die technische Zuverlässigkeit. Mhm. Bisher ist ein Dieselbus keine limitierte Größe. Der kann Tag und Nacht fahren, der muss alle 24 Stunden mal kurz für 10 Minuten ins Depot, um nachzutanken. Das geht bei einem batterieelektrischen Bus nicht. Mhm. Und da ist für uns ganz wichtig, dass die Tageszyklen geschafft werden, sodass wir nicht Busse unterwegs zwischenladen müssen oder sogar ablösen müssten, ins Depot bringen. Ein anderer Bus müsste raus, was dann faktisch eine Verdoppelung des Fuhrparks verursachen würde. Und das ist jetzt gegeben. Und das ist dann für uns eben auch der Zeitpunkt, um in diese Technik einzusteigen und das auch sukzessive auszurollen. Betriebswirtschaftlich muss man mal sehen. Wir haben deutlich geringere Stromkosten im Vergleich zum Diesel. Da ist im Moment auch gerade eine Entwicklung. Ölpreis geht deutlich nach oben. Die CO2-Bepreisung schlägt ja da auch nochmal auf den Ölpreis. Während der Strompreis, da ist ja Diskussion EEG-Umlage, die fallen könnte. Vielleicht auch die Stromsteuer dann für den öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, das könnte auch noch mal deutlich günstiger werden. Und diese beiden Komponenten könnten dann dazu führen, dass die Betriebskosten eben deutlich günstiger werden. Mhm. Jetzt muss man mal sehen, Stichwort Ladezyklen der Batterien. Wann müssen diese Batterien gegebenenfalls auch ausgetauscht werden? Und das ist natürlich ganz entscheidend dann auch für die Betriebskosten eines solchen Fahrzeugs. Diese ganzen Überlegungen von Betreibungskosten und Sie haben keine Zündkerzen, keinen Ölwechsel und so weiter, spielt nicht eine entscheidende Rolle in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, oder? Nein, also da gehen wir davon aus, dass wir keine Mehrkosten haben, sagen wir es mal so. Wenn man sich die Busse so anschaut, hier in der Reihe stehen, dann sieht man ja eigentlich sofort, welches der Elektrobus ist, auch wenn er sich genauso rot getarnt hat wie alle anderen roten Arnolde. Ja. Man sieht es deswegen, weil er oben rund ist, also er hat einfach, er ist oben anders. Ja, der hat eben noch zusätzlich Batterien auf dem Dach. Die anderen Busse, die wir hier sehen, die haben eben nur ihre Klimatisierung auf dem Dach und der hat Klimatisierung plus Batterien auf dem Dach. Okay. Er hat Batterien auch noch hinten drin im Motorturm. Der Motorturm ist nach wie vor erhalten, also es ist immer noch so eine Verbrennerbasis, sage ich mal, dieser Bus hier. Ja, also das ist immer noch keine komplette Neuentwicklung. Genau. Und je nachdem, wo man halt die Batterien unterbringen kann, ist jetzt halt eben auf dem Dach und im Motorturm noch. Die wirklich originären E-Autos haben natürlich die Batterien am Boden wegen Schwerpunkt. Da würde ich jetzt sagen, gehören sie ja eigentlich auch hin. Warum sind sie da nicht?
Das liegt daran, weil wir Niederflurbusse haben. Also Niederflur heißt, der Bus muss so wenig wie möglich Stufen haben, damit die Leute sehr, sehr einfach reinkommen, dass man mit Rollstühlen und mit Kinderwägen reinfahren kann. Sprich, der darf eben praktisch nach der Bodenfreiheit, die er braucht, um irgendwie mal durch die Gegend zu fahren und irgendwelche Bodenwellen auszugleichen, muss der Boden möglichst dünn sein. Ja? Mhm. Und es gibt schon Bushersteller, die auch einen Teil der Batteriepacks im Boden haben, aber man hat halt wirklich, ja, wenn es 10 cm sind, ist es viel. Ja. Mhm. Nun wollte ich natürlich von Herrn Wolf wissen, der ja mit dem Bus schon einige Zeit fährt, ob sich dieser hohe Schwerpunkt irgendwie aufs Fahrverhalten auswirkt, beziehungsweise ob so ein Bus tatsächlich den Elchtest bestehen würde. Ja, den besteht das Fahrzeug ohne Mühe. Ich sage jetzt mal, im normalen Betrieb mit Fahrgästen merkt man selbst als Fahrer diesen Unterschied gar nicht mehr. Okay. Also das gleicht tatsächlich das aktive Fahrwerk aus, was hier verbaut worden ist, diese Mank- und Nickregelung, um halt eben diesen höheren Schwerpunkt auszugleichen. Und wir fahren ja jetzt, sage ich mal, in eher eine Geschwindigkeit, wo ich jetzt ja auch mit Fahrgästen so um die Kurve fahren würde. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie jetzt da eine Änderung merken im Verhalten. Ich hatte keine Angst. Es ist im normalen Betrieb, auch bei Ausweichen, wenn ich jetzt Hindernissen ausweichen muss plötzlich und eine scharfe Links- und Rechtsbewegung mache, dieser Elchtest, den Sie da gerade angesprochen haben, den besteht das Fahrzeug ohne Mühe. Aber merken es die Fahrgäste überhaupt, dass es ein E-Bus ist, denken Sie? Ja, also die Kollegen, die jetzt schon mit den E-Bussen im Fahrbetrieb unterwegs waren, die werden durchaus angesprochen. Da gibt es auch schöne Geschichten, dass dann Kinder mit ihren Fahrrädern hinterhergefahren sind zur Endhaltestelle, um den Fahrer darauf anzusprechen. Ach, echt? Ja, das ist natürlich schön. Ja. Das ist ja süß. Vorhin haben Sie mir noch eine Klappe gezeigt, hinter der sich ein Dieseltank verbirgt. Ja. Es ist denn ein Dieseltank in einem E-Bus? Ja, das ist eine berechtigte Frage, die darf man sich unbedingt stellen. Es ist allerdings in der Tat so, wenn wir diesen Bus im Fahrbetrieb auf Temperatur halten würden und wir machen ja nun wirklich alle paar Meter die Türen auf, wir haben den Fahrgastwechsel und dann den Innenraum dann nur über den Strom, also über die Batterien zu klimatisieren und zu heizen, das wäre von der Reichweite, die wir hier benötigen, damit wir die Fahrzeuge wirtschaftlich einsetzen können, macht das keinen Sinn und deswegen ist tatsächlich eine Zusatzheizung eingebaut, die auf Grundlage fossiler Brennstoffe betrieben wird. Im Winter dann? Die greift aber natürlich nur ein bei Extremsituationen, wenn es wirklich kalt ist und um den Fahrgastraum dann halt eben auf Temperatur zu halten. Das heißt, die läuft nicht dauerhaft, sondern die unterstützt die Klimaanlage, die natürlich über Wärmepumpe und elektrisch betrieben wird. Mhm. Mit was für Strom fahren denn die Busse? Die fahren mit 100% Ökostrom. Die sind hier bei uns mit dem sogenannten Grüner Strom-Label zertifiziert. Dieses Label bekommen nur Unternehmen, die beispielsweise nicht in Atomkraft oder Kohlekraft investieren. Und dieses Label besagt, dass also dieser Strom zu 100% aus regenerativen Kraftwerken dann auch kommen. Wir haben ja vorhin gesagt, nach einer bestimmten Zeit, keiner weiß genau, wann werden diese Batterien vielleicht nicht mehr diese Leistung bringen, die für den Busbetrieb notwendig ist. Ja. Als Stadtwerke haben Sie aber vielleicht auch Ideen, was man damit danach machen kann, weil Sie arbeiten ja mit Strom. Sie haben ja dann die Batterien. Ja, ganz genau. Second Life ist das Stichwort, ne? Second Life. Und für uns ist völlig klar, dass mit der Thematik Wärmewende in Konstanz die Umwandlung von gasversorgten oder ölversorgten Gebäuden dann auf Wärmepumpen, auf strombasierte Lösungen, dann auch das Thema Speicher eine wichtige Rolle spielen muss. Und da könnten beispielsweise diese Batterien, wenn sie denn dann nicht mehr die 100% oder 90% Verfügbarkeit haben, zum Einsatz kommen. Herr Wolf hat dann sogar noch einen von den alten Dieselbussen rausgeholt, damit ich einen Unterschied in der Lautstärke messen konnte. Also, wenn man drinnen gefahren ist, war der Dieselbus eindeutig lauter, vor allem im hinteren Bereich. Das hat sich auch einigermaßen in den Messwerten gezeigt. Insgesamt muss man aber sagen, dass bei beiden Fahrzeugen die Straßengeräusche und die Geräusche von anderen Dingen als dem Motor eigentlich meistens das übertönt haben. Aber im Dieselfahrzeug war auf jeden Fall dieses gleichmäßige Motorengeräusch durchaus lauter, natürlich, als beim Elektrofahrzeug. Von außen betrachtet, muss ich sagen, habe ich subjektiv fast keinen Unterschied gehört. Ich konnte nicht sagen, dass der Diesel
beim Vorbeifahren wirklich lauter war. In der Messung ergab sich ein kleiner Unterschied von ca. 3 Dezibel und ja, vielleicht ist da der Elektromotor ein bisschen im Vorteil gewesen. Die Grundfrage dieses Videos ist ja, wird der ÖPNV durch Elektrobusse teurer? Nein, also der Fahrgast wird es von der Antriebstechnik nicht spüren. Der ÖPNV ist nicht kostendeckend, nicht bei uns, nicht in anderen Städten Deutschlands, wird subventioniert durch andere Bereiche der Stadt und das wird sich durch batterieelektrische Busse nicht signifikant ändern, weder nach unten noch nach oben und insofern wird der Fahrpreis nicht teurer, aber auch nicht günstiger durch diese andere Antriebsart. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Video wieder gefallen. Gebt mir unbedingt ein Like für dieses Video, abonniert meinen Kanal und kommentiert unten, was ihr zu dieser Thematik haltet oder was ihr für weitere Videos auf meinem Kanal sehen möchtet. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Dieser Dad.